सब्सक्राइब करिए इस चैनल को और दबाइए इस घंटी को हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। Zu Beginn werden zwei Arrays eingerichtet, A und B. In A wird jeder String aus der Eingabesequenz an dem Index gespeichert, der gleich der Länge des Strings ist. Also Rot, oft, das und ein bei Index 3, Ball und Ofen bei Index 4 und Chrom bei Index 5. Das Array B enthält eine Komponente für jedes Zeichen des zugrunde liegenden Alphabets. Das sind die Buckets. Zum Beispiel beim Alphabet klein a bis klein z bietet es sich an, dass B mindestens Länge 122 hat und die Buckets sind an den Indizes 97 bis 122. Das sind die ASCII-Werte von klein a bis klein z. In der ersten Iteration werden die Strings maximaler Länge nach ihrem letzten Zeichen auf die Buckets verteilt. In diesem Beispiel ist das nur der String Chrom mit Länge 5 und in der kommt in das Bucket M. Immer noch in der ersten Iteration werden die Inhalte der Buckets dann in die Ergebnissequenz als Strich transferiert. Die Reihenfolge, in der die Strings aus den Buckets nach als Strich kommen, ist wichtig, wird aber erst später klarer, wenn mehr Strings ins Spiel gekommen sind. In der zweiten Iteration kommen die Strings ins Spiel, die um 1 kürzer als die maximale Stringlänge sind. Das sind die Strings Ball und Ofen mit Länge 4. Auch diese Strings werden nach ihrem jeweils letzten, also dem vierten Zeichen, auf die Buckets verteilt. Erst danach, und die Reihenfolge ist wichtig, werden die Strings aus R' auf die Buckets verteilt, und zwar ebenfalls jetzt nach dem vierten Zeichen. Daher wird der String Chrom in Bucket O eingeordnet. Jetzt sind drei Strings in R' einzuspeichern. Und zwar werden die Buckets von A bis Z zur neuen Sequenz R' zusammengefügt. R' ist dann also Ball, Ofen, Chrom in dieser Reihenfolge. Was man sieht ist, dass die drei Wörter lexikografisch sortiert sind nach dem vierten und, soweit vorhanden, fünften Zeichen. Die dritte Iteration läuft natürlich genau nach demselben Schema ab wie die zweite Iteration. Als erstes werden die Strings mit Länge 3 auf die Buckets verteilt, und zwar nach ihrem letzten Zeichen, dem dritten. Nun sind alle Strings im Spiel. Danach, und wieder ist die Reihenfolge wichtig, werden die Strings aus R' ebenfalls nach ihrem dritten Zeichen auf die Buckets verteilt. Wir sind immer noch in der dritten Iteration. Wieder werden alle Buckets in der Reihenfolge A bis Z zur neuen Sequenz R' zusammengefügt. Nun sind die Strings lexikografisch sortiert nach dem dritten, vierten und fünften Zeichen. In der vierten Iteration kommen keine neuen Strings hinzu, weil schon alle im Spiel sind. Die Strings aus R' werden wieder auf die Buckets verteilt, diesmal nach dem zweiten Zeichen. Jetzt wird erstmals ein wichtiger Punkt sichtbar, der auch schon in den Iterationen vorher angewandt wurde, aber noch keinen Effekt hatte. Die Strings müssen strikt in der Reihenfolge auf die Buckets verteilt werden, in der sie in R' stehen. Denn nur dann kommt Ball vor das in Bucket A und Ofen vor oft in Bucket O. Das heißt, in jedem Bucket sind die Strings lexikografisch nach dem dritten, vierten und fünften Zeichen sortiert. Durch die Zusammenfügung A bis Z sind die Strings primär nach ihrem zweiten Zeichen geordnet, sekundär nach ihrer Reihenfolge im jeweiligen Bucket, also lexikografische Sortierung nach dritten, vierten und fünften Zeichen. Beides zusammen ergibt nichts anderes als lexikografische Sortierung nach zweiten, dritten, vierten und fünften Zeichen. Dieses Beispiel benötigt insgesamt 5 Iterationen, weil 5 die längste vorkommende Stringlänge ist. In der fünften und letzten Iteration werden die Strings aus R' auf die Buckets nach ihrem ersten Zeichen verteilt. Nach derselben Logik wie eben ist das Endergebnis lexikografisch sortiert ab dem ersten Zeichen nun. Das ist nichts anderes als die gewöhnliche lexikografische Sortierung. Die Strings sind sortiert. Die Reihenfolge ist wichtig, weil ein String Präfix von einem anderen String sein kann. Denken Sie beispielsweise an die beiden Strings Daten und Datenstruktur. String Daten ist ein Präfix von String Datenstruktur. In der Iteration von Bucket Sort, in der das fünfte Zeichen behandelt wird, kommen beide Strings in das Bucket für Buchstabe N. N wie Nordpol. Es ist essentiell, dass String Daten vor String Datenstruktur in das Bucket kommt, damit das Präfix zuerst kommt. In den restlichen 4 Iterationen bleibt die Reihenfolge dieser beiden Strings immer erhalten, sodass das Präfix auch im Endergebnis zuerst kommt. Nach i größer gleich 0 Iterationen ist die aktuelle Position gleich der maximalen Stringlänge minus i plus 1.
Alle Strings mit Länge größer oder gleich der aktuellen Position sind in der Hilfssequenz S' und zwar lexikografisch sortiert nach dem Substring ab der aktuellen Position. Diese Invariante garantiert, dass ganz am Ende, wenn die aktuelle Position 1 ist, alle Strings der Eingabesequenz S in S' sind und zwar lexikografisch sortiert. Damit die Invariante von Anfang an gilt, wird die aktuelle Position als 1 größer als die maximal vorkommende Stringlänge initialisiert. Um die Invariante durchzuhalten, richten wir Buckets ein. Das sind die Komponenten eines Arrays, dessen Indexbereich gleich dem zugrunde liegenden Alphabet ist und diese Komponenten sind Sequenzen von Strings. In der eaten Iteration werden zuerst alle Strings auf die Buckets verteilt, deren Länge gleich der aktuellen Position ist und zwar gemäß dem Zeichen an der aktuellen Position verteilt. Erst danach werden die Strings, die schon in S' waren, auf die Buckets verteilt und zwar ebenfalls gemäß dem Zeichen an der aktuellen Position. Wenn zwei dieser Strings im selben Bucket landen, bleibt ihre Reihenfolge so wie unmittelbar vorher in S'. Schlussendlich werden die Sequenzen in den einzelnen Buckets zur neuen Sequenz S' zusammengefügt und zwar in der Reihenfolge der Zeichen im Alphabet. Wir betrachten die neue Sequenz S' am Ende der Iteration und nehmen uns zwei beliebige Strings in S' her. Wenn die beiden Strings in dieser Iteration in verschiedenen Buckets waren, dann haben sie an der aktuellen Position unterschiedliche Zeichen und sind wegen der Reihenfolge der Zusammenfügung der Buckets korrekt sortiert. Waren die beiden Strings in dieser Iteration hingegen im selben Bucket, gibt es wiederum zwei Möglichkeiten. Sind sie beide länger als die aktuelle Position, dann waren sie vor der Iteration schon in S' und nach Induktionsvoraussetzung dort in der richtigen Reihenfolge. Und weil wir auf Beibehaltung der Reihenfolge geachtet haben, sind sie auch nach der Iteration wieder richtig sortiert. Ist hingegen einer der beiden Strings genauso lang, wie die aktuelle Position angibt, dann ist dieser String ein Präfix des anderen Strings. Diese beiden Strings sind nach der Iteration in S' richtig sortiert, weil zuerst die neuen Strings in die Buckets kommen und danach erst die längeren Strings. Letzter Fall, wenn beide Strings gleich sind, ist sowieso egal, in welcher Reihenfolge sie auftreten. Jede Position in jedem String wird genau einmal behandelt, nämlich in der Iteration, in der diese Position die aktuelle ist. Diese Behandlung kostet konstanten Aufwand, einfach Einordnung in das richtige Bucket. Alle anderen Schritte des Algorithmus sind asymptotisch geringer. Insgesamt ist die Laufzeit also linear in der Summe aller Stringlängen.